Erstmal ist nämlich der Schlüssel für die Tiefen diese Tür hier unten. Genau. Durch die wir jetzt einfach so durchspazieren könnten, aber das will ich nicht. Ich habe nämlich jetzt ein paar Seelen. Und für die Seelen will ich mir noch was beim Schmied kaufen. Also geht es erstmal wieder zurück zum Feuerbandschrein. Und ja, man merkt schon, es ist ein bisschen Backtracking, so wie ich es mache, aber es lohnt sich. Weil wir brauchen ein paar Sachen. Also erstmal will ich die Rüstungskiste haben. Und dann sollten wir noch ein paar... Oh, du lebst ja wieder. So. Das heißt, am Feuerbandschrein hat sich etwas verändert, seitdem wir weg waren. So, genau, du nämlich lebst auch wieder. Wenn sich nämlich was am Feuerbandschrein verändert, wie spawnt das Viehzeug wieder. Genau. Die gesamten Hüllen hier sind respawned. Oh. Genau, dich wollte ich eigentlich erledigen. Und dann den Kollegen hier. Sehr schön. Einfach alle töten, die als Höhle zu uns kommen. Und ja, der Ziegendämon heißt nicht umsonst Dämon, genauso wenig wie der Taurus. Die kommen nämlich beide aus demselben Ort und haben sich dort oben eingenistet. Und hier dürfte es jetzt schon wieder was Neues geben. The three young clerics headed for the catacombs to seek kindling. Kindling is the art of feeding bonfires. The poor young girl sent down into a tomb. What a terrible mission she is burdened with. Ja, also er hat uns was Neues gesagt, nämlich von drei Klerikern und einer jungen Dame. Hat uns auch was dazu zu sagen? That virtuous little maiden, complete with followers in tow. They're probably going straight to pillage graves. I've heard enough about the lady for a lifetime. What absolute rubbish, eh? Ja, er hat uns Neuigkeiten zu erzählen. How did that raggedy old charm end up? You know, the one who idolized some godmother of pyromancy? He left for Blighttown, but never came back. Whereas most flee from sickness, he dives right in. Well, nothing will harm him once he goes hollow. Ja, das stimmt allerdings. Nichts kann ihm anhaben, wenn er eine Hülle ist, weil dann spürt er keinen Schmerz mehr und steht eh immer wieder auf. Okay, aber sie haben uns was mitgeteilt, nämlich dass hier neue Gäste eingetroffen sind, sozusagen. Genau. Was hat Petrus, also unser Kleriker, dazu zu sagen? Hello. My guests have finally arrived. I will be departing with them shortly. So, I'm afraid I will be saying goodbye soon. It was a pleasure. Ja. Oh, hello. Miracles, I prepare. Er bringt uns immer noch Wunder bei. Rhea is the youngest daughter of the good house of Thurland. Those young knights are her old schoolmates. But I'm not sure what to make of them. I'm afraid they may be a bad influence. Ja. Rhea is the youngest, but I'm afraid. Also, das da hinten. Come again. The effect. Ja, das da hinten ist Rhea aus Thorolund, so wie die anderen drei auch. Und die beiden mit ihren kleinen Köpfen sind Reas Schulkameraden und Leibwächter. Ja, und der eine hat definitiv zu oft was gegen den Kopf gekriegt, denn er kann nur das hier von sich geben. Aber er hat eine böse Axt. Und der andere hat einen Streitkolben. Hm? What have we here? You look awfully raggedy. Times are grim. The least you can do is look sharp. Don't you dare meet my lady like that. You might scare her off for good. Ja, er hier ist ein bisschen unhöflich. Wären wir in der ausgehöhlten Form, wäre er sogar noch unhöflicher. Oh, you again. What business have you? I don't suppose we can help, though. We accompany my lady on her righteous mission.
It is quite a chore, but I'm stuck with her. And Nico, too. I can't very well abandon them now. Nein, das ist sehr ehrlich von euch, dass ihr auf sie aufpasst. What can one do? Rarian. Achso, das war was Neues. Entschuldigung, ich hoffe, es wiederholt sich nochmal. We're to leave momentarily. The catacombs aren't exactly my idea of a good time, but what can one do? I do hope we meet again. Rarian Nox. Ja, also die beiden sind ihre Bodyguards und er hier kann ist sogar noch unhöflicher, wenn wir in der ausgehöhlten Form sind. Aber sie ist eigentlich ganz anständig. Hallo. You are undead as well. Then we've no time to fraternize. I have my mission and you no doubt have yours. We must not let this curse overcome us. Ja, also sie bereitet sich auf ihre tolle Mission vor, auch wenn sie ein bisschen jung ist. Und man ja ein bisschen schon voraussagen kann, wie das ausgehen soll. Sie hat einen einigermaßen anständigen Kleriker als Beschützer und zwei Jungspunde. Den sieht man das ja schon ein bisschen an. Und sie selber ist auch noch jung und unerfahren. Jetzt soll sie in eine Gruft voller Untoter runtersteigen. Beziehungsweise voller Skelette. Did I not explain the urgency of our tasks? Or are you so uncouth as to lack such judgment? By the looks of you, I should think not. Und ja, sie möchte einfach nicht, dass wir sie hier bei ihrem Gebet stören. Weil sie das ungehobelt findet von uns. Deswegen stören wir sie auch nicht weiter, sondern gehen erst einmal rasten. Und dann gehen wir zum Schmied zurück. Mit 8000 Seelen. Damit wir nicht unvorbereitet uns in die Tiefen stürzen. Übrigens, wir hatten ja einen neuen Schlüssel. Beziehungsweise wir haben ja mehrere neue Schlüssel. Einmal der Anwesenschlüssel. Das einfache, robuste Aussehen der Schlösser in der Stadt hält unerwünschte Besucher fern. Aber dies ist ein Standardschlüssel, welcher sämtliche Anwesen öffnen wird. Also sozusagen der Generalschlüssel für die Stadt der Untoten. Den Geheimschlüssel kennen wir ja schon und den Kellerschlüssel öffnet einen schmalen Durchgang, der dich unter der großen Brücke hindurch in die untere Stadt der Untoten führt. Die untere Stadt der Untoten ist ein typischer Ort. Wende den gerissenen Dieben oder den wilden Hunden, die dem Ziegendämon dienen, niemals deinen Rücken zu. Ja, das haben wir gemacht und wir haben den Ziegendämon sogar besiegt. Kleine Vorbereitung darauf, dass da überhaupt der Ziegendämon ist, wenn wir es beim Händler nicht mitbekommen haben. Und das hier ist halt der Schlüssel zu den Tiefen. Schlüssel für die Tür vom unteren Teil der Stadt der Untoten zu den Tiefen. Die aus der Stadt der Untoten verbannten fristen jetzt ihr Dasein in den Tiefen. Einen feuchten und gefährlichen Höhlenlabyrinth ohne jegliches Sonnenlicht. Ja, und genau an so einen ungemütlichen Ort wollen wir demnächst gehen. Also, aber erst einmal gehen wir hier hoch. Wieder zurück zur Kirche. Und dann zurück zum Schmied. Unterwegs töten wir aber immer wieder die Baldar-Ritter. Damit wir wenigstens etwas die Chance haben. Hallo, dreh dich um. Hier bin ich. Hier spielt die Musik. Weil wir brauchen noch ein paar kleine Splitter. Oh. Wegrollen ist in dem Fall besser. Au. Dieses Mal mussten wir trinken. Ja, wir werden gerade von einem Baldar-Ritter veralbert. Ich sage ja immer wieder, die mit dem Degen sind etwas gefährlich. Also kein Grund, unachtsam zu werden. So. Noch einer weg. Kurz heilen. Und dann hole ich mir den Baldar-Ritter da oben nochmal.
So. Und selbst der droppt nichts. Das ist schade. Mal keine Splitter könnten wir eigentlich immer mal wieder gebrauchen. So, weg mit dir. Weg mit dir. Ihr könntet für mich eigentlich auch mal einen kleinen Splitter droppen. So. Gut. Weiter geradeaus. Zurück in die alte Kirche. Hier kurz rasten und uns wieder auffüllen. Und dann zum Schmied André runter. Hallo. Well, hello. You seem to be doing all right. Need anything? Geschmiedet erstmal nichts. Wir wollen Sachen kaufen. Und zwar brauchen wir ein Bastardschwert. Und. Achso, ups. Und natürlich die Rüstungsschmiedekiste hätten wir auch noch gerne. Und weil wir uns. Nö. Don't get yourself neither. So, jetzt haben wir ein Bastardschwert. Das könnte ich euch mal kurz demonstrieren, wie das jetzt aussieht. Das ist etwas kleiner als das Claymore. Sieht also nicht mehr so unmenschlich aus. Und es hat statt einem Stich diesen schweren Schlag hier. Der eigentlich fast schon besser ist als der Stich. So, mit den restlichen Punkten steigen wir mal in der Kondition auf. Ein bisschen mehr Ausdauer schadet nämlich nicht. So, dann zeige ich euch mal kurz bei den ersten Untoten da, wie das Bastardschwert so im Kampf zu führen ist. Weil das Claymore, was wir jetzt auf plus 5 haben, ist das einzige, was wir im Spiel finden. Das heißt, für alles andere müssen wir mit Bastardschwertern Vorlieb nehmen. Also, was das bedeutet, erkläre ich euch dann später, wenn es dann soweit ist. So. Erster Untoter weg. Und man merkt ja, das Bastardschwert hat noch keine Upgrades, deswegen hat es nicht so viel Umf wie das Claymore. Das Claymore macht halt schon mal 50 mehr Grundschaden als das Bastardschwert. So. Wie immer die Balder-Ritter töten. Komm her. So. Und die nächsten Balder-Ritter bitte. Ach, der kommt da hinten. So, dieses Mal nicht, Junge. Und du auch nicht. Aber wie immer keinen einzigen Splitter oder keine einzige kleine Scherbe. So, du noch, weil es so schön war. So. Oh. Jawohl, eine kleine Scherbe haben wir gekriegt. Fehlen uns ja nur noch 8.